Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König in Delmhorst. Und heute habe ich ein kleines, aber feines Set für euch, was da beinhaltet von MiniArt, der Nummer 35626 Piano Set. Zwei Spritzlinge mit jeweils 16 Teilen und das Beste zu einem Preis von unter 10 Euro. Um die 9,50 Euro liegt das. Und ich würde auch gleich sagen, wir fangen einmal mit dem Artikel an. Hier kann man hier sehr schön sehen. So, da sind was man hier sieht, dann hier. Die Pianos oder die Klaviere kann man sehr schön sehen, geöffnet, geschlossen, dann mit dem Hocker hier. Und die Anleitung, die befindet sich gleich auf der Rückseite. Das ist man ja mittlerweile so gewohnt von dem Hersteller MiniArt oder auch von MiniBox, dass die keine Papieranleitung beiliegt, sondern dass das dann hier drauf ist. So, hier oben sehen wir dann einmal die Spritzlinge, die enthalten sind, zweimal. Der Zusammenbau hier, denke ich mal, sollte klappen, den Fallen folgen. Hier sieht das so und so aus, kann man offen und geschlossen darstellen. Rückseite ist auch, denke ich mal, sehr schön wiedergegeben. Und hier haben wir die Qual der Wahl der Farbhersteller. Denke ich mal, dass sich da ein jeder wiederfinden sollte. Das halte ich einmal in die Detailaufnahme, dass man es dann auch schön sehen kann. Genau. So, und warum ist das so interessant für uns? Weil nämlich nicht nur die Dioramenbauer sich damit zurechtfinden können, sondern auch Fahrzeughersteller oder Fahrzeugbauer. Wir können nämlich dieses Set auch wunderbar als Beladung auf einem offenen LKW packen oder auf einem geschlossenen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Deutsche oder auch russische Streitkräfte haben das auch ganz gerne mal requiriert. Sieht natürlich ganz nett aus hier. So, und wir gucken uns das hier mal in der Detailaufnahme an. So, hier haben wir einmal die Vorderansicht. So, und ich denke mal, die Details, die zeugen wieder von dem Einfallsreichtum und dem wirklichen schönen Know-how der Firma MiniArt. Also das ist wirklich, wirklich immer gut getroffen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Bausatz dieser Firma vorstellen darf, über diese schönen Details, die dort geboten werden, auch die schöne Qualität der einzelnen Bauteile. Wir haben hier Auswerferstellen, und zwar hinten, dort, wo sie wirklich nach dem Zusammenbau verschwinden. Also das ist eine nette, nette Sache, ein nettes Set für, ich denke mal, ja, unter 10 Euro sollte alles dabei sein. Zweimal kommt der Spritzling hier daher, könnt ihr schön sehen. Und dann bin ich auch schon am Ende dieses kleinen Ausgepackt. Viele Teile sind zwar nicht. Also klare Kaufempfehlung für den geneigten Modellbauer, die Rahmenbauer oder eben auch für einen Fahrzeugbauer. Also es muss nicht immer die Ruine sein, wo er das Ganze vorstellt oder hinstellt, oder halt auch, kann auch ein Fahrzeug sein. Wie gesagt, die Qual der Wahl ist da, das Set ist da, es muss man nicht mehr teuer aus Resin von Verlinden, gab es glaube ich mal so ein Set, kaufen. Daher nett und willkommen, dass es halt sowas gibt und sich ein Hersteller dessen angenommen hat. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Christian von Modellbau König.